Yo Leute, die Deadline bei BL Stars ist abgelaufen. Das Match Cory gegen Marcel wurde nicht ausgetragen. Ich habe dort mich ein wenig mal umgehört, wie das gelaufen ist, aber offenbar hat Cory einfach, was weiß ich, keine Lust auf das Match oder wie auch immer das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Marcel kommt in die nächste Runde. Warte mal, der Winner. Okay, ich muss jetzt hier einen Score eingeben. In dem Fall wären das dann 2-0 zu 6s, die zugunsten von Marcel ausgewertet werden. Und somit kommt dann, Cory ist natürlich noch nicht raus, bekommt natürlich nochmal eine Chance bei der Deadline, das ist klar. Aber jetzt möchten wir auch hier uns mal das Bracket erstmal ansehen und schauen, was denn dort so abgeht. Also Walltox gegen Marcel, ich gebe natürlich auch wieder Tipps ab. Da würde ich auf einen doch relativ souveränen Sieg für Marcel tippen. Wiederum nicht ganz so eindeutig wird dieses Matchup hier werden. Rotwein gegen Alpo. Alpo, ich habe ihn eigentlich als sehr starken Audio-Spieler in Erinnerung, aber irgendwie da bei BL Stars, also in der Runde 1 im Winner Bracket, hat er mich nicht ganz überzeugt. Das könnte hier sehr spannend werden. Je nachdem, ob Alpo bereit wäre, sein Team zur Not umzustellen, falls ein Match schief gehen würde. Ja, davon hängt der Kampf sehr stark ab. Da ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich trotzdem auf Alpo tippen, einfach weil, ja, wie gesagt, er muss halt, falls ein Match schief gehen sollte, muss er gucken, dass er da ein Team umstellen, sein Team entsprechend anpassen kann. Da bin ich gespannt hier. Ich gegen Blumenfee, da sage ich nichts zu, immer good luck and have fun. Ups, da nicht runterscrollen. Dann haben wir hier Poké04 gegen Retro Defense, da vermute ich auch einen spannenden Kampf, aber ich glaube, der Defense wird es machen. Ja, das wird dann auf jeden Fall auch ein interessantes Match. Genauso wie Ravia gegen Rotaka Red. Da bin ich mir absolut unentschlossen, wer das Match hier machen wird. Weil es haben mich beide in Runde 1 von BL Stars nicht überzeugt. Also, Ravia hat mich sogar fast noch ein bisschen mehr enttäuscht als Rotaka Red, weil gegen Alpo ist halt schon eine heftige Nummer. Und Ravia, der ist ja zum Teil schon relativ chancenlos gegen Rotwein untergegangen, deswegen. Na, ich weiß nicht, ob der richtig in Form ist. Mal gucken, wie er dann gegen Rotaka Red sich schlägt. Wenn Rotaka Red sein Team umbaut, dann hat er hier gute Chancen. Oder hat er hier Chancen. Wenn er wiederum aus sein Team aus Runde 1 nimmt, dann tippe ich ganz klar hier auf Ravia. Gut, dann kommen wir zum nächsten Mal. Crisy gegen Maxo. Da habe ich gesagt, das wird auch ein sehr spannendes Match. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, zwar nicht auf so hohem Niveau, aber durchaus spannend. Ich glaube, Crysing macht das diesmal 2-1 oder so, vielleicht auch 2-0. Also, ich glaube, da kann Crysing hat hier gegen Max oder gute Chancen. Aber das sehen wir dann. Ebenso das Match Chase gegen Karate Teller ist spannend. Chase hat in Runde 1 relativ knapp 2 Kämpfe verloren. Karate Teller hat zwar einen Kampf gewonnen, also hier seht ihr, das war das einzige 1-2, aber dafür hat er eben auch zweimal richtig heftig kassiert. Ich glaube dennoch, dass er das schafft, gegen Chase ein Team aufzubauen, mit dem er weiterkommt. Ich glaube, Karate Teller wird dieses Match machen. Okay, wie gesagt, das ist die Begegnung hier. Ihr könnt mir eure Tipps in die Kommentare schreiben, da würde ich mich freuen, das wäre sicher lustig. Und in dem Sinne, genau, Cory bekommt hier den Free Win, weil halt einfach das Bracket so konstelliert ist und ein Teilnehmer zu wenig ist. Ist zwar etwas unverdient, dass derjenige den Kampf nicht macht, dann Free Win bekommt er das Bracket. Ich kann das halt nun mal nicht bestimmen. Gut, in diesem Sinne dann wünsche ich euch aber einen wunderschönen Abend noch und wir sehen uns dann wieder in Runde 2 zur Aufnahme. Zur Aufnahme, genau. Marcel wird das Winner Bracket übernehmen, also diese 4 Begegnungen hier oben. Ich werde das Loser Bracket übernehmen. Unter anderem bin ich ja auch 2-3 Tage nächste Woche nicht da. Das heißt, da kommt mir das ein bisschen entgegen, dass ich nur 3 Kämpfe habe. Deadline für die nächste Runde ist der 3.5. Sonntagabend. Wieder so irgendwann zwischen 20 und 21 Uhr, rechnet damit. Damit ich halt einfach die Brackets für die nächste Runde dann noch raushauen kann. Okay, aber in diesem Sinne dann euch, wie gesagt, einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal bei BL Stars. Tschaußen!